gab hier schon immer eine große Macht. Die Priester erzählen von jenen, die vor ihnen hier waren. Und den wundersamen Dingen, die sie konnten. An sowas kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Du warst bei deinem letzten Besuch nicht bereit zuzuhören. Ich bin Groot. Oh nein, Sir Groot. So etwas wie eine Kotati-Wurzel existiert gar nicht. Warum warst du nochmal hier, Gamora? Oh, ich kenne die Antwort. Sie ist in allen Zeitlinien dieselbe. Hab ich doch schon gesagt. Ich war hier, um mich zu erholen. Es ging mir nicht gut. Wir mussten sie im Auge behalten. Natürlich. Musstet ihr das? Nur damit ich es recht verstehe. Etwas irgendwo in dieser dunklen, dunklen Höhle wird Drax retten? Jupp, ich mag es, wenn du zuhörst. Es kommt so selten vor. In allen Zeitlinien. Ha, ha, ha. So. Omhype. Ich, ein Schüler vom Omphat, erhielt die Aufgabe, die Höhlen unter unserer seltsamen neuen Heimat zu erkunden. Die Meister glauben, das unterirdische Ökosystem könnte unseren wertvollen Samen erlauben, Wurzeln zu schlagen. Aber nun ist klar, dass ich aus dieser Prüfung nicht entkommen werde. Ich hinterlasse diese Nachricht allen, die nach mir kommen. Lauft! Hier gibt es nichts als Tod. Ich habe keine Angst vor dem nächsten Leben. Ich bedauere, dass ich viele Lektionen nicht mehr lernen konnte. Ich war zu erpicht darauf, meinen Wert zu beweisen. Zu selbstsicher, zu blind, was meine eigenen Schwächen angeht. Vielleicht hat Omphat deshalb mich hier heruntergeschickt, um die wertvollste aller Lehren aufzunehmen. Die der Demut. Ich bereue nichts. Die Dunkelheit wird dichter, aber wenn ich falle, wird es in Frieden sein. Okay. Gläubiger und die Gläubigen immer und ihre komischen Vermutungen. Hoffentlich weiß Drax zu würdigen, wie gefährlich dieser dumme Plan ist. Oh, der fiese Grüne liebt euch alle sehr. Die sollte ich Drax geben, wenn er wieder er selbst ist. Ich wollte gerade sagen, wenn er wieder fit ist, ne? Oh, Gamora, ich habe auf Nowhere eine herzallerliebste Puppe gesehen. Du würdest sie lieben. Halt, nein. Du wirst sie nicht mögen. Groot sagt, wir sollten uns hier drüben mal umsehen. Gut, weiter geht's. Was zum Schlag sollen wir hier unten gleich nochmal finden? Frontal von innen fokussierte Furcht. Oder so ähnlich. Das oder so ähnlich macht mir Sorgen. Achso. Er geht nicht von alleine weiter, ne? Was bedeuten diese ganzen Steingesichter hier unten? Gruselig. Ich bin Groot. Wir werden nicht beobachtet. Niemand bei klarem Verstand würde sich in diese krottflakige Höhle voller Flakwunder begeben. Was ist los? Sir Groot spürt die bohrenden Blicke, die uns verfolgen. Keine Sorge, meine Flora. Ich spüre sie auch. Keine Sorge, da unten ist eine Kampfarena. Attacke. Was zum Flark? Sind zwei! Zwei was? Ja, zwei. Mantel? Was? Haben diese Dinger irgendwas mit dem zu tun, was wir suchen? Nicht eindeutig. Aber ich denke eher nicht. Was meinst du, Quill? Neue beste Freunde? Ja, eher nicht. Jack würde diese Bande den Panzer wahrscheinlich bewundern. Sind wir sicher, dass sie nicht verwandt sind? Nein, ich glaube nicht, dass du mit denen kommunizieren kannst. Wow. Achtung! Die müsste ich kennen! Oh, Groot! Zeig ihn, Groot! Ich bin Groot! Jetzt, Groot! Ich fühle mich wie ein Matador! Strafflos und sternlos! Du rast, Peter! Das ist der Lohn dafür, dass wir der Käferlady folgen! Sie hat einen Namen! Kommt denn jetzt her? Seht mal! Ach, schon gut, ihr seid beschäftigt!
Okay, das bringt bei denen nix. Vielleicht freuen sie sich nur sehr, uns zu sehen. Oh nein, niemals! Gamora, aufschlitzen! Haha, zu langsam! Außer wenn sie es nicht sind! Aufpassen! Nein, ich glaube nicht, dass du mit denen kommunizieren kannst. Ich fühle mich wie ein Matador. Du wirst gleich noch was anderes fühlen, wenn du nicht aufpasst. Meine Klinge kratzt diese Dinger kaum an. Jetzt könnten wir Drax wirklich brauchen. Der Lohn dafür, dass wir der Käfer-Lady folgen. Wenigstens ist hier nicht dieser unheimliche Nebel. Verschaff uns Zeit, Groot! Oh, da ist sie hin. Diesen Teil erinnere ich mich. Hier passiert etwas Schlimmes, etwas, das wir vermeiden müssen. Mantis? Hier drüben. Okay, ich mag Drax genauso gern wie ihr alle, aber ich habe diese blöde Höhle hiermit offiziell satt. Ich bin Groot. Wer? Die Käferlady? Die findet doch nicht mal aus einem Badezimmer raus. Der große Grüne ist in einem Ozean aus Lügen verloren. Wir müssen ihn ans Ufer bringen. Und wir müssen gleichzeitig im Positiven verwurzelt bleiben. Wir sind sein Rettungsanker. Siehst du das, fieser Grüner? Dort müssen wir sein. Was? Aber ich will hier erstmal. Da ist wieder dieses Gefühl. Das Fell in meinem Nacken stellt sich auf. Ich spüre es auch. Wie ein... Jeder von uns wird sich seinen Ängsten stellen müssen. Manche hier, manche nicht. Aber das Wichtigste ist, sich ihnen zu stellen. Naja, weglaufen ist aber manchmal auch nicht schlecht. Für dich stimmt das, Star-Typ. Aber nur, bis es nicht stimmt. Das wirst du noch früh genug sehen. Nein, du solltest das bereits wissen. Erinnere dich an deine Träume. Woher weißt du davon? Weiß nicht, ist einfach so. Habe ich hier doch alles gesehen, oder? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss da hoch. Aber... scheint doch nicht. So, ich weiß nicht, ob ihr auch schon da die kleinen Männchen vorbeilaufen sehen habt eben. Von links nach rechts. Hier drüben. Hier sind sie durch. Du siehst da draußen etwas, Mantis? Viele Dinge. Zu viele Dinge. Schatten einer Zivilisation, die einst hier lebte. Verzweifelte Gesichter, die wie ich künftige Schrecken sehen können. Und andere Schatten. Unsere. Nicht unsere. Eine Gestalt, die uns jetzt beobachtet. Oder uns damals beobachtet hat. Ich sehe Felsen und Kristallgebilde. Eine Statue, die aussieht wie ein Gesicht. Noch mehr Felsen. Deins gefällt mir besser. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe Freunde, die bereit sind, für einen Freund zu sterben. Naja, ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Ich auch, Star-Typ. Ich auch. Okay. Also hier können wir gar nichts machen. Hier ist durch? Ein anderer Weg. Bilde ich mir das ein oder sehen diese Kristalle echt gefährlich aus? Zerbrich dir nicht deinen Wuschelkopf. Du stirbst nur in zwei Zeitlinien durch einen Sturz aus großer Höhe. Und das hier ist keine davon. Okay, da unten ist nix. Gut, schießen wir das mal eben kaputt. Wir müssen auf diese Kristalle, Groot. Ich bin Groot. Aber lass Quill zuerst gehen. Will nicht, dass du noch abstürzt. Hört ihr das? Das sind die Viecher bestimmt, ne? Ah, okay. Oh, jetzt erinnere ich mich definitiv an was. Glaube ich. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ich glaube, du siehst eine Version von mir, die dich über eine Klippe schubst. Oh. Kleiner Struppi, deine Sprunghaftigkeit ist in allen Versionen von Raum und Zeit überraschend konsistent. Mantis, wusstest du in Nowhere schon, was die Kirche tun würde? Ich weiß nicht,
Ich sehe so viele verschiedene Dinge gleichzeitig, dass ich manchmal nicht weiß, wo ich bin. Versuchen Sie in allen Realitäten die Galaxie zu übernehmen? Nicht in allen, aber in den meisten. Manchmal ist es so laut, als würde eine Basillion Schiffe gleichzeitig starten. Haben wir überhaupt eine Chance, sie aufzuhalten? Oh ja, aber nur, wenn ihr Draxi Waxi heilt. Ihr fünf seid die einzigen, die überhaupt etwas unternehmen. Schon wieder so ein Viech. Wo bist du hin? Was haben dir die Kotati noch über diesen Ort erzählt, Mantis? Haben sie auch den Teil erwähnt, dass es dumm ist, ihn zu betreten, weil er einfach super gefährlich ist? Oh ja, er ist sehr gefährlich und uralt. Eine uralte Gefahr. Endlich! Das Gesicht der tausend Lügen! Glaub das ich, wird uns helfen, Drax zu retten? Es will uns daran hindern, ihn zu retten. Wir suchen etwas hinter dem Gesicht, jenseits der Lügen. Willst du, dass ich sie sprenge? Das sollte nicht unsere Antwort auf alles sein. Ich glaube, wir müssen da runter. Aber ich muss da hoch. Nehmen wir alles mit, ne? Upgrades verfügbar. Passt rein. Gut. Tschüss, Sikorski. Und schon schief mit! Alle aufpassen! Komm schon! Komm, Star-Typ! Danke! Normalerweise schaffst du es nicht. Die Kotati haben die Gesichter in der Dunkelheit schon mal erwähnt, aber ich dachte, das wäre metaphorisch gemeint. Die Käferlady ist völlig durchgeknallt. Ich bin Groot. Natürlich bin ich wütend. Ich bin nass, latsche durch eine einstürzende Höhle und weiß zum Flak nicht, was ich überhaupt suche. Kannst du uns hier durchbringen, Gamora? Flag drauf. Ich geh rein. Nein, das darfst du nicht tun. Du willst nicht, dass ich da reinschneide? Halt, nein, nicht du. Etwas Schlimmes wird passieren. Oh, jetzt reicht's. Ich geh rein. Rocket. Wir sprengen diese Statue, retten Drax und verschwinden. Ja, aber... Zeit, auf unsere Instinkte zu vertrauen, Quill. Die Käferlady hat gesagt, das Gesicht hindert uns daran, Drax zu helfen. Also müssen wir es zerstören. Kleiner Struppi, tu nicht, was immer du gerade tun willst. Nein, nein, oder nein. Ich bin nicht durch nicht mit den Rätseln. Du nicht. Lass uns manches einfach anhören, okay? Gib mir einen Tick zum Nachdenken. Was ist, wenn hier alles einstürzt? Dann müssten wir wenigstens nicht länger mit ihm streiten. Das ist keine Hilfe. Groot, sag ihm bitte, er soll aufhören. Struppi hat schlechte Laune. Wir werden wahrscheinlich sterben. Struppi hat schlechte Laune. Haben Sie nicht gesagt, dass dieses Ding uns im Weg steht? Ja, aber... Kein Aber! Rocket! Nicht! Rocket! Ich sag's ja nicht zum ersten Mal, aber... Willst du meinen Plan hören? Yep. Gut, nicht viel weg! Echt knapp? Kannst du wohl laut sagen. Das werde ich noch. Mantis? Oh. Wo ist die Matriarchin? Das ist die, in der ich scheitere. Wir wollen dir helfen! Drax! Keine Sorge. In der, wo ich scheitere, wirst du bestehen. Hey, Leute! Seht euch das an! Ich bin sowas von nicht tot! Ah. Was? Du hättest uns fast alle getötet. Ab jetzt wird nichts mehr gesprengt, Rocket! Nie wieder! Das wirst du noch bereuen. Star-Typ? Bist du ein Spartoi? Warum wusste ich das nicht?
Vielleicht bist du es nicht immer. Oder ich hab's vergessen. Was? Können diese Waffen schon wieder was, Quill? Er hat Drax gerettet, nachdem du uns fast umgebracht hast. Wie kann eine Knarre das? Zeig's ihm, Star-Typ. Ja, drücke um ein, drei. Bläh. Und so wird's gemacht. Ah, meine Sprengladungen sind trotzdem besser. Sind sie nicht. Im nächsten großen Kampf wirst du mich noch anflehen, was zu sprengen. Anflehen! Im nächsten großen Kampf werde ich daran bestimmt denken. Schon wieder dieser seltsame Nebel. Seid froh, dass ihr nicht so nah am Boden seid. Oh, kleiner Struppi stirbt hier drin nie durch Gas. Nur durch Absturz, Zerschmettern, Chitauri, Warte, Wasser. Moment. Hast du Chitauri gesagt? Oh ja, hab ich. Oder nicht? Das Wort klingt echt komisch. Oh, oh. Ja, Windschuss. Der Windschuss kann Gegner in Nahkampfreichweite ziehen. Ist sehr effektiv gegen schwer zu erreichende Gegner. Das ist unmöglich! Ich dachte, ich würde diese Flacker nie wiedersehen! Ich hatte es gehofft! Erledigt sie alle! Ich bin ganz deiner Meinung! Warum klärt er sich nicht auf? Hä? Naja, ich war der Meinung, ich habe gedrückt, aber... Hättest du uns nicht warnen können, dass sich Chitauri in dieser Höhle versteckt? Das ist nicht immer so! In manchen Zeitlinien stoßen wir nur auf niedliche kleine Augapfelkerlchen. Weißt du, was ich meine, Slati? Ich kenne die Augapfelkerlchen, ja. Ich verstehe nur nicht, warum die hier sind. Frag sie doch. Man, sind wir in der schlimmsten Zeitlinie von allen? Versuch dran zu bleiben, Jungs. Ich bin gut. Shit. Das passt, dass diese Mistknochen sich unterirdisch verstecken. Ich werde sie mit Freunden entwurzeln. In dieser alten Höhle gibt's aber wirklich viele Lebewesen. Wenn ich fertig bin, werden eine Menge davon tot sein. Aber noch? Ich werde noch wochenlang Dreck aus dem Feld zupfen. Bei unserem Glück sind Hellbenders Truppen auf der anderen Seite und warten nur darauf, uns anzugreifen. Rache durch Hellbender ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Ha, wie bestellt. Kannst du dir denn, ich hab's gewusst, für nach dem Beschuss aufheben? Können diese Typen nicht einmal die Vergangenheit ruhen lassen? Hey, wenigstens haben sie keine Armee dieser Galadinger dabei. Das wär's noch. Mann, ich hab diese Dinger gehasst. Was hast du gesagt? Musstest du das jetzt beschreien? Hey, habt ihr bemerkt, dass genau das Monster kommt, von dem ich geredet hab? Willst du dir das jetzt auch noch auf die Fahne schreiben? Der Blob hat ein Messer! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Der Blob ist auf dem Kriegspfad! Ein Leben im Dienst eines Hellraisers? Diesmal nicht! Ich schneide ein Stück ab und du steckst nach! Zerstör seine Innereien! Nur ein allgemeiner Rat fürs Leben! Wir haben sie nicht ausgeraubt, damit sie was zurückkriegt. Kurz vorm Ende weiß ich endlich, wann ich ausweichen kann. Drax, hol mir ein neues Schwert, wenn das hier vorbei ist. Und ich nehme, dann kann's noch schlimmer werden. Klar, wir könnten es mit diesen Kirchen-Nova-Irren zu tun kriegen. Oh, das wäre in der Tat schlimmer. Oh, bitte! Mantis sagt, das Heilmittel für das Versprechen ist hier. Klar, dass die Kirche nicht will, dass sich jemand findet. Weiter so, wir sind so durch, ich kann es spüren. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Dieser Nova-Core-Typ war völlig durch den Wind. Ha! Quill erledigt jetzt irre Bullen. Das ist Musik in meinen Ohren. Wir gehen definitiv in die richtige Richtung, oder? Na komm, nimm den Huddle mal mit. Leute, Gruppe bilden! Ich weiß, als würden sie wollen, dass ich sie hochjage. Mhm. Und ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Aha. Wir können heute nicht verlieren, Quill. Zerplatzen? Wir verlieren nur, wenn wir uns in der Farbe verlieren. Lass mir eine Chance in Ruhe. Rechte ergeben sich nicht. Jetzt malen wir das Schlachtfeld, Rocket. In unzähligen Schattierungen.
Aber wenn wir zu aufgeregt sind, dann wird dieses Fest der Liebe, diese prächtige Euphorie, mit einem Mal verschwinden. Wer ist dabei? Ziehen wir es durch! Das klappt! Auch das habe ich jetzt erst geschnallt. Da hinten sind Wörter. Ja, die uns dabei helfen. Diesen Huddle zu. Ich kann nicht glauben, dass so viele auf das Versprechen reingefallen sind. Glaub's ruhig, Lady. Groot, schnapp sie dir! Ich bin Groot! Auf die Spitze getrieben! Gibt es irgendjemanden, der uns nicht hasst? Oh, natürlich! Du hast sie nur noch nicht getroffen! Gamora! Zeig mal! Und womit kann uns dieser Ort denn noch alles konfrontieren? Ich will's gar nicht rausfinden! Da muss ich Rocket ausnahmsweise zustimmen! Mann! Ich hab diesen Psychosoldaten komplett... Halt sie unten, Groot! Von diesem Flaknebel krieg ich wahrscheinlich Ausschlag. Darüber will ich jetzt echt nicht nachdenken. Wir gehen definitiv in die richtige Richtung, oder? Oh, oh. Ich bin Groot. Nee, das wollte ich nicht. Wie soll ich das wissen? Erschlag sie einfach! Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Ein durchgeknallter Weltraumbulle weniger! Ich bin bereit! Cool, erledigt jetzt irre Bullen! Das ist Musik in meinen Ohren! Läuft! Nebel der Furcht! Frontal alles fokussiert. Okay, oh, hey, Gamora, du siehst nicht mehr so traurig aus. Moment, das haben wir doch schon besprochen, oder? Ja, das haben wir. Aber diese Sache beschäftigt dich trotzdem immer noch. Welche Sache? Mir geht's gut. Konzentrieren wir uns darauf, Drax zu helfen. Er wird sich ärgern, dass er die ganzen Dinger nicht bekämpfen konnte. Ich glaube nicht, dass irgendwas davon real war. Zumindest nicht real, real. Die haben sich real genug angefühlt. Vielleicht waren sie real. Irgendwas hier unten beeinflusst meine Sicht. Die vermutlich schon vorher nicht besonders klar war. Fähigkeiten. Star-Lord erlaubt sich in die Luft. Erlaubt sich. Schraubt sich in die Luft und wirft mehrere Granaten auf Gegner unter sich ab. Alle Feinde. Das ist gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil Taumeln und Schaden mit dabei ist. Hier haben wir nur Schaden. Rocket verursacht bei allen Gegnern in einem Radius ein ursprüngliches Ziel mittleren Schaden. Groot hält mehrere Gegner in Position. Mammutgriff, okay. Nein, Groot hält ein großes Einzelziel in Position, verursacht mittleres Taumeln. Der hat seinen dritten schon. Und den müssen wir hier noch irgendwie freischalten. Bei uns haben wir den ja freigeschaltet. So, Gamora. Taumeln und Schaden. Trifft einen Einzelgegner, verursacht mittleren Schaden. Gefolgt von einer Energiewelle, die bei allen Gegnern... Ich glaube, ich bin erstmal bei mir.